Und wir hatten dieses Jahr die Gewerkschaften am 1. Mai das Motto Europa, jetzt aber richtig. Wir finden, dieses Motto lässt sich perfekt mit dem Motto des 1. Mai letzten Jahres verbinden. Vielfalt, Gerechtigkeit und Solidarität. Wenn wir uns als Europäer fühlen wollen, dann müssen wir Europa leben. Und das ist für uns die Vielfalt, die Gerechtigkeit und die Solidarität. Diese Werte müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen und dafür kämpfen. Nicht nur der europaweite Rechtsruck bedroht diese Werte, sondern auch riesengroße Konzerne, die weltweit agieren und alles andere als gerecht sind. Diese gilt es in ihre Schranken zu verweisen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren bei Liefern am Limit, aber auch als Kuriere bei den Unternehmen Foodora, Deliveroo und Lieferando aus erster Hand erlebt, wie gnadenlos diese Konzerne die digitale Plattformökonomie bespielen. Ausrüstung muss aus eigener Tasche finanziert werden und das bei Mindestlohngehalt. Modernste Technologie wird dazu missbraucht, die Riderinnen und Rider fremd zu steuern. Sie ermöglicht totale Kontrolle und Formen der Ausbeutung, die an das frühere 19. Jahrhundert erinnern. Und ihr dürft mir glauben, das ist nicht nur hier in Deutschland der Fall, nein, es ist europaweit so. Gerechtigkeit und Solidarität sieht anders aus. Aber wir leisten Widerstand. Und dieser Widerstand trägt Früchte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir kämpfen zusammen mit Riderinnen und Rider unterschiedlicher Nationalitäten gemeinsam gegen die ausbeuterischen Machenschaften der Lieferbranche und konnten überall an verschiedenen Standorten in Deutschland Betriebsratsstrukturen aufbauen. Mut und Kreativität waren hier der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben erlebt, was Zusammenhalt gegen unfassbare, ja fast schon menschenverachtende Arbeitsbedingungen ermöglichen kann. Sie schafft Solidarität untereinander. Es ist den Fahrer und Fahrerinnen egal, wo man herkommt, mit welcher Sexualität oder Geschlecht man sich identifiziert. Sie alle zeichnen sich durch großen Zusammenhalt und Mut aus und die Bereitschaft, gegen die Ausbeutung zu kämpfen. Doch wir kämpfen nicht alleine. Die Gewerkschaften, allen voran die NGG und der DGB, die uns ermutigten, unterstützten, stehen uns bis heute bei in unserem Kampf für soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung bei. Dieser Umstand betont nur die enorme Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften und den Menschen, die sich in unglaublich prekäre Arbeitssituationen wiederfinden. Und dieser Kampf ist ein Kampf unter vielen in Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Neben unserer Bewegung gibt es auch noch andere unglaublich wichtige und wertvolle Bewegungen. Dazu gehören Deutsche Wohnung und Co. Enteignen. Sie bekämpfen schamlose Spekulation mit Immobilien und setzen sich mit großer Leidenschaft für das Recht auf Wohnen ein. Wohnen ist und war schon immer ein Menschenrecht und muss auch in Zukunft so bleiben. Sea-Watch, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz im wahrsten Sinne des Wortes Menschen das Leben retten und dringende Nothilfe leisten, aber auch unserer Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und uns mit schier endloser Energie daran erinnern, dass Menschen auf der Flucht vor Krieg, Armut nach Europa ihr Leben verlieren. Wir brauchen einen sicheren Korridor nach Europa. Die Fridays for Future-Bewegung, die genug davon haben, dass unsere Umwelt zerstört wird, die genug davon haben, dass man sie ihrer Zukunft beraubt und nun Widerstand leisten, großartig. Unteilbar, die für eine gerechte und vielfältige Gesellschaft kämpft, die dem Nationalismus eine Absage erteilt. Diese und noch viel mehr soziale Bewegungen haben einen Traum. Und dieser Traum ist ein gerechtes Europa. Wir wollen ein Europa, das solidarisch ist. Wir wollen ein Europa, das gegen den Nationalismus ist. Wir wollen ein lebenswertiges, vielfältiges, buntes Europa, in der jeder Mensch unabhängig von der Nation, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Sexualität, ein würdevolles Leben führen kann. Das ist unsere Vision. Das sind unsere Kämpfe, die wir nur von unten wahrhaftig und mit großer Leidenschaft führen können und müssen. Zeigen wir der Weltgemeinschaft, dass Europa für Gerechtigkeit, Vielfalt und Solidarität steht.
Lasst uns zusammen dafür kämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn man wird uns diesen Traum nicht schenken.